dass derjenige, der sich für Stuttgart 21 einsetzt, der einen Leserbrief schreibt, der sich öffentlich dafür ausspricht, dass er nicht mit einer Beschimpfungskanonade niedergemacht wird, wie es bisher üblich war. Ich möchte ganz kurz vier Themen ansprechen. Hinter mir stehen ja viele Persönlichkeiten, die auch noch reden werden. Ich werde es kurz machen. Erstens, was mir zu kurz kommt in der Auseinandersetzung, sind die riesigen Vorteile, die wir in dieser Region durch Stuttgart 21 erhalten. Wir stehen morgens, mittags und abends im Stau. Das werden selbst die Grünen nicht bestreiten. Und gestern ist an dem runden Tisch deutlich geworden, was im Grunde genommen für tolle Angebote wir ab 2020 erhalten. Nicht nur durchgebundene Linien, die Region wird schneller. Sie wird deswegen schneller, weil wir eine zweite Röhre unter Stuttgart auf den Flughafen bekommen. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt viele neue Verbindungen. Und deswegen sage ich, es gibt ein Gutachten der Universität Stuttgart, das genau sagt, 350 Millionen Pkw-Kilometer im Jahr kommen von der Straße auf die Schiene und 70.000 Tonnen CO2 werden hier allein eingespart. Mit diesem Gutachten würden die Grünen in ganz Deutschland den Ausbau der Schiene verlangen. Und hier merken sie das nicht einmal, dass es das Gutachten gibt. Der zweite Punkt, die Anknüpfung, das hat man ja gestern bemerkt, Flughafen und Messe. 14 Millionen Menschen. Wenn es uns gelingt, den Flughafen mit der Messe anzubinden über diese zweite Röhre, dann können wir auch Folgendes erreichen, dass wir Kurzflüge, die umweltpolitisch schwierig und problematisch sind, dass wir die mittel- und langfristig auf die Schiene bekommen, so wie der TGV das in Frankreich schon gemacht hat. Der TGV hat den gesamten Flugverkehr von Paris nach Lyon obsolet gemacht. Und als er nach Baden-Württemberg herüberkam, hat die Air France einen Kampfpreis von 19 Euro pro Flug Paris-Straßburg angeboten. Trotzdem ist der Flug eingestellt worden, weil jeder mit dem Zug fuhr. Und genau dazu müssen wir auch in diesem Raum kommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. In dieser Region keinen Platz mehr haben für Straßen und wenn wir den Flughafen nicht mehr ausbauen, dann müssen wir doch alle bei einer älter werdenden Gesellschaft auf die Schiene setzen. Die Schiene und nochmals die Schiene. Dritter Punkt. Auf jedem sechsten Hektar der Stuttgarter Tallage liegen Schotter und Schiene. Diese 100 Hektar werden frei und das erste Mal seit Jahrhunderten wird der Schlossgarten um 20 Hektar verbreitert und nicht verkleinert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Parkschützer sagen, sie wollen den Schlossgarten retten. Die bittere Wahrheit ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, hätten Sie Erfolg, retten Sie vor allem die scheußlichsten, zerstörendsten und unnützendsten 100 Hektar in ganz Stuttgart, nämlich das Gleisvorfeld. Im Übrigen, weil ich immer die Mitte der Gesellschaft höre, die Mitte der Gesellschaft, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann nachmittags um 14 Uhr werktags nicht im Schlossgarten sein.
Kollegin Jück. So, und zum Schluss noch etwas zum Geld. Und das ist ja ganz interessant, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe mich immer gefragt, warum Presseerzeugnisse nördlich der Mainlinie große Magazine so gegen Stuttgart 21 schießen. Und wer mal die WAZ liest, die Westdeutsche Allgemeine, der kann Folgendes lesen. Ich lese vor. Stuttgarter werden eines Tages wohl vom Europaviertel in den Schlosspark spazieren können. Sie werden auch durch eine Fußgängerzone in Lichtkuppeln laufen und darunter durch wird der ICE-Zug rauschen. Das hässliche Schienenband, das heute die Landesmetropole teilt, es war einmal. So kann man, anders als aktuell, die Demonstranten den Bau von Stuttgart 21 sehen. Positiv eben. Das dürfen gerne einheimische Schwaben tun. Andere Bundesbürger werden den unterirdischen Neubau des Stuttgarter Bahnhofs distanzierter sehen. Denn hier wird das Geld der Steuerzahler aus Herne, Dortmund und Wesel verbraten. Das ist ein Skandal. Weil unabhängig davon, dass die baden-württembergische Steuerzahler seit Jahrzehnten die Subventionen zum Steinkohlebergbau mitbezahlen. Zitiere ich weiter, das ist nämlich ganz interessant. Die Bahn muss notfalls ihr umstrittenes Milliardenprojekt stoppen, damit Geld für wichtige Schienenwege, jetzt kommt's, auch in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stehen. Jetzt kommt's, Moment, Moment. Das fordert der Düsseldorfer Verkehrsstaatssekretär Horst Becker, Klammer auf, Grüne. Und er fordert das Geld für den Rhein-Ruhr-Express Dortmund-Düsseldorf, geschätzt die Kosten 3 Milliarden Euro. Ich will nur sagen, uns erzählen hier die Grünen, dass das Geld in andere baden-württembergische Verkehrsprojekte gehen soll. Dort oben wird die Wahrheit gesprochen, nämlich wenn wir hier nicht bauen, ist das Geld in Nordrhein-Westfalen oder in Niedersachsen. Das ist die Wahrheit. Und das muss man schon mal sagen. Stuttgart 21. Thomas, bauen, weiter 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 bauen. Stuttgart 21 bekommt gerade mal 5,563 Millionen Euro vom Bund an Neubaumittel auf 10 Jahre. Das sind die 11 Jahre, die der Bund finanziert, 50 Millionen Euro pro Jahr. Das sind gerade mal 4% der jährlichen Neubaumittel des Bundes. Da kann man doch nicht sagen, dass die 4% überall in Deutschland neue Schienen verhindern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist doch barer Unsinn. So, zum Schluss noch. Habe ich mir immer überlegt, warum denn eigentlich in Schwaben viele Leute gegen die Bahn sind. Und mir ist dann eingefallen, dass es irgendwie mit dem schwäbischen Pietismus zu tun haben muss. Und zwar, Sie kennen ja das Jesuswort und das nachempfundene Bild, das auch in Stuttgart hergestellt wurde und in vielen evangelischen Haushalten hing, nämlich, dass der Weg zum Himmel über einen schmalen Weg führt und der Weg zur Hölle über einen breiten Weg führt. Und wenn Sie dieses Bild ansehen, dann fährt kurz vor dem Weg in die Hölle eine Eisenbahn vorbei. Auf dem Bild. Aber die Eisenbahn ist oben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also ist oben bleiben die Sünde und wenn man unterirdisch fährt, dann geht es. Weiter bauen! Wenn Sie bei der nächsten Großdemonstration jeder noch einen weiteren mitbringt, dann sind wir 20.000. Und wenn wir die Füße zählen, sind wir 40. Machen wir so weiter. Alles Gute.
Vielen Dank, Herr Drechsler. Allerdings eine kleine Ergänzung kann ich mir doch nicht verkneifen zum schwäbischen Pietismus. Denn das ist ja klar. Aus dem schwäbischen Pietismus kommt alles, was wir an moderner und großer Wirtschaftsleistung hier in unserem Land haben. Aus dem schwäbischen Pietismus kommt die Berücksichtigung und die Beachtung der sozialen Frage und der Diakonie. Das sind die großen modernen Errungenschaften, die aus dem schwäbischen Pietismus kommen. Also das ist natürlich auch wahr. Also, gut. Aber sonst herzlichen Dank für Ihre Rede. Ich freue mich übrigens, dass ich das noch hier ergänzen darf. Wir haben hier auch auf der Bühne zu Gast unseren Oberbürgermeister Dr. Schuster. Dann freue ich mich, dass ich den Dr. Diplom-Ingenieur Florian Bitzer Ihnen vorstellen kann. Er ist für mich der wichtigste Mann jetzt am Vermittlungstisch. Er ist unser Fachberater für unser Bündnis. Florian Bitzer. Dann sind die neuen Sprecher des Kommunikationsbüros unter uns, Herr Andrejow und Herr Dietrich. Und von der Region einfach unsere Frau Bobberer. Da bin ich ganz fröhlich. Die Frau Bobberer ist für uns auch schon eine hervorragende Sprecherin auf dem Marktplatz gewesen. Wir haben hier eine starke Stütze auch von der Region her. Herzlich willkommen. Applaus.